Viele Architekturstudenten kennen das Problem. Das Projekt neigt sich dem Ende zu und so langsam beginnt die stressigere Phase. Die Zeit, wo sich die Aufgaben häufen, wo man sich vielleicht auch verzettelt mit Dingen und wo es wirklich darum geht, die Pläne final zu machen. In diesem Video soll es darum gehen, wie die Zeit stressfreier wird, wie du mit einer guten Strategie gut durch die Zeit kommst und fristgerecht alle Sachen entspannt fertig kriegst. Herzlich willkommen bei Architekt von Morgen. Ich bin Jan. Und ich bin Robert und wir wünschen dir viel Spaß in diesem Video. Wir haben oft erfahren, dass viele den Fehler machen, ihre letzten Wochen oder die letzte Woche vor der Endpräsentation nicht wirklich zu planen. Der Grund, warum ein Terminplan so wichtig ist, liegt darin, dass man einen guten Überblick über seine Zeit bekommt, die einem noch zur Verfügung steht, und man sich auch mal visuell wirklich sichtbar macht, welche Aufgaben eigentlich noch anstehen. Der größte Fehler, den man machen kann, ist einfach keinen Terminplan zu machen. Das sieht dann ungefähr so aus, dass man anfängt zu arbeiten und man fängt dann irgendwie bei den Grundrissen an, macht dann irgendwann Ansichten und dann fällt einem hier noch was auf und da noch was auf und hinterher verzettelt man sich total mit seinen ganzen Aufgaben oder verliert total den Überblick, wo man sich überhaupt befindet und was überhaupt noch getan werden muss. Man hat auch jedes Mal irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn man dann irgendwo dran sitzt, weil man weiß, man hat auch parallel andere Sachen fertigzustellen, wenn man wirklich einen Terminplan hat, wo ganz fest eingeteilt ist, okay, dafür habe ich einen Tag, 3 Stunden, dann weiß man auch ganz genau, in diesen Stunden habe ich nichts anderes zu tun und kann mich genau darauf fokussieren. Wichtig ist nur, dass man sich mehr Puffer einkalkuliert, als man glaubt, für die Darstellung zu brauchen. Gerade am Anfang des Studiums ist es sehr schwer, wirklich eine Zeit einzuschätzen, wie lange man wirklich noch an irgendeiner Darstellung dran sitzt. Aber ihr habt auch immer Darstellungen, an denen ihr auch Zeit sparen könnt. Sowas wie eine Perspektive zum Beispiel. Da kann man ganz schnell sagen, okay, am Tag vor der Endpräsi, ich mache mit ein paar schnellen Strichen eine schöne Perspektive und ist da vielleicht in 2, 3 Stunden mit durch. Wenn ihr es unbedingt rendern wollt, dann haben wir dazu auch noch ein anderes Video gedreht, wie man in ganz knapper Zeit eben Rendering fertig machen kann. Und auch das kann man eben kurz vor der Präsentation noch machen. Das seht ihr jetzt gerade oben eingeblendet. Wenn ihr jetzt euch wirklich ransetzt an diesen Terminplan und überlegt, okay, womit fange ich denn eigentlich an? Es sind so viele Aufgaben. Ich habe einen Grundriss, ich habe die Ansichten, ich habe Lageplan, Perspektiven, Konzeptzeichnung. Dann beraten wir euch, plant von hinten nach vorne. Also im Endeffekt, ihr habt auf einem Zeitstrahl, seht ihr, wo ihr steht. Das ist dann heute. Und ihr seht auf der anderen Seite, wann ist die Endpräsentation. So. Gegebenenfalls noch Zwischenpräsentation dazwischen, je nachdem, wie das bei euch gehandhabt wird. Ganz genau. Und dann könnt ihr im Grunde sagen, okay, ganz am Ende ist die Endpräsentation. Was passiert vorher? Vorher passiert im besten Fall nur noch die Vorbereitung für die Präsentation. Ihr geht in euch mit eurem Projektpartner, sprecht euch ab, wie wollt ihr wirklich jetzt eure Präsentation rüberbringen? Und so staffelt ihr jetzt Schritt für Schritt von hinten nach vorne bis zum heutigen Tag auf, welche Aufgaben ihr habt und könnt dann auch sehen, wie viel Zeit ihr für welche Darstellung zur Verfügung habt. Wichtig ist, dass ihr euch an diese Deadline auch haltet. Also ihr braucht gewisse Meilensteine, dass ihr wisst, okay, an dem Tag muss unbedingt der Grundriss fertig sein, weil zum Beispiel am nächsten Tag der Modellbau beginnt und ihr da auch definitiv die finalen konkreten Maße braucht. Vor allem, wenn man mit einem Partner arbeitet, braucht der Partner vielleicht gewisse Darstellungen, die man selber benutzt, selber noch anfertigen muss. Außerdem ist es ganz hilfreich, wirklich zu wissen, okay, meine Präsentation steht zu 50%, 60%, dann wisst ihr auch immer genau, woran ihr seid. Wenn ihr jetzt einfach darauf hinarbeitet und sagt, okay, ich mache weiter, ich mache weiter, ich mache weiter, dann irgendwann 5 Perspektiven habt oder sonst was, dann wisst ihr gar nicht, an welcher Stelle seid ihr überhaupt. Und diese Frage, was brauche ich alles, die wird vor allem auch durch das Layout geklärt. Im Layout geht es vor allen Dingen darum, dass ihr erstmal abklärt, welche Darstellung brauche ich überhaupt, was ist gefordert vom Professor, was will ich selber darstellen und brauche ich vielleicht sogar noch mehr Sachen. Als nächstes gilt es zu klären, welche Größe welche Darstellung braucht. Das ist ganz wichtig dafür, damit nachher, egal ob auf dem Bildschirm oder an der Wand, alles wirklich im Plan aufgeht und vernünftig zueinander proportioniert ist. Wir können euch da noch mal ein kleines Bild zu einblenden, wie das bei unserer letzten Präsentation gelaufen ist. Dann könnt ihr schon mal sehen, was wir damit eben meinen. Dabei ist auch ganz wichtig, dass ihr das Format so wählt, wie es euer Projekt erfordert. Ihr kennt die Größe des Grundstücks, ihr kennt die Größe eures Gebäudes und dann nimmt auch ein Papierformat, was das eben unterstützt. Oft fordert der Professor irgendein Format, das passt aber nicht zum Projekt. Angenommen, ihr habt einen Wolkenkratzer und gefordert ist eben ein längliches Papierformat, dann wird das auf jeden Fall eigentlich keinen Sinn machen und in diesem Fall wäre es auf jeden Fall sinnvoll, sich dann für das Hochformat zu entscheiden, um es eben bestmöglich abzubilden. Fragt euch wirklich selber, welche Darstellung brauche ich, damit mein Projekt gut erklärt ist, gut rüberkommt und welches Format, welches Layout, welche Farben brauche ich dafür. Häufig gibt einem diese Auflistung des Professors über die Darstellung nur einen Einblick darauf, was für ihn wirklich bewertungsrelevant ist. Das heißt aber nicht, dass das die einzigen Sachen
die einzigen Darstellungen sind, die ihr machen dürft und dass es auch exakt genauso sein muss oder auch exakt den gleichen Maßstab zwingend haben muss. Gerade wenn man einen Projektpartner hat, dann ist es ganz wichtig abzuklären, welche Farben sollen im Layout überhaupt vorkommen. Ganz wichtig zu klären, welche Strichstärken werden verwendet und welche Darstellungsformen sind überhaupt vorhanden. Sonst will man das nachher zusammenfügen und kommt dann bei der Korrektur und Anpassung, verliert man wieder unglaublich viel Zeit. Der eine zeichnet zum Beispiel ganz stumpf den Erdgeschossgrundriss und der andere das Obergeschoss mit zwei verschiedenen Programmen. Jeder nutzt die Standardmöbel und hinterher passen die Pläne einfach optisch nicht zusammen. Ja. Und da macht es ganz viel Sinn, wenn man ganz am Anfang dieser Zeitplanung, wenn man das Layout erstellt, sich auch schon Gedanken macht, okay, welche Farben sollen denn jetzt auch diese finalen Darstellungen haben? Wie wollen wir unser Projekt überhaupt darstellen? Dafür macht es dann sehr viel Sinn, wenn man ein Template erstellt. Worin man das erstellt, ist letztendlich egal, ist es Illustrator oder ist es euer CAD-Programm, wo man wirklich das ganze Layout so zeigt, wie es nachher an der Wand auch präsentiert wird. Dann kann man nämlich die ganzen Zeichnungen im Laufe der Zeit immer wieder einfügen und sieht auch, wie entwickelt sich das Ganze, passt das zusammen und funktioniert das Ganze. Das Gute bei Illustrator ist, dass man dann wirklich auch alle Papiere nebeneinander sieht. InDesign ist ein bisschen so aufgebaut wie so ein Buch, wo man dann auf die nächste Seite geht. Das ist natürlich dann in Illustrator eben ja, von der Übersicht noch ein bisschen besser. Da kann man sehr gut seine Felder einfach anpassen und im Grunde auch so die Blätter arrangieren, wie sie auch an der Wand schon hängen würden. Zu guter Letzt ist es auch noch ganz wichtig abzuklären, was ist überhaupt das Zielmedium? Ist das Zielmedium Papier und der Plan, der letztendlich an der Wand hängt? Oder ist das Zielmedium der Computer, wie jetzt im Moment in der Corona-Zeit? Denn dann müsst ihr wirklich gucken, welche Schriftgrößen ihr überhaupt verwendet. Bei der Papierpräsentation sagt man, dass es aus einem Abstand von 3 Metern erkenntlich sein muss. Beim Bildschirm muss man gucken, die Übertragungsrate ist meistens Full HD, das 1920x1080 Pixel. Ist das mit dieser Auflösung alles vernünftig sichtbar? Ihr könnt nicht in der Präsentation dann letzten Endes rumzoomen und sowas, das funktioniert nicht. Wenn man das Layout wirklich stehen hat am Ende, dann sieht man auch, wie tief, wie detailliert muss meine Zeichnung überhaupt sein. Wenn man wirklich schon weiß, okay, meine finale Zeichnung, die an der Wand hängt, ist 20x20 cm groß, dann sieht man ziemlich schnell, wie viel man darauf wirklich erkennt. Und dafür lohnt es sich wirklich auch vorher, das einfach mal auszudrucken, vielleicht mal einen kleinen Probedruck zu machen und einfach zu überprüfen. Zeichne ich vielleicht sogar viel zu detailliert und habe in einem 1:100 Schnitt jede Schraube eingezeichnet. Hinterher spart ihr euch einen Haufen Zeit, wenn ihr einfach diese Schritte beachtet, diese Terminplanung macht, wenn ihr euch einfach aufschreibt, in welcher Reihenfolge ihr das Projekt abarbeitet und dann steht euch eigentlich nichts mehr im Weg. Wir haben eines unserer vergangenen Projekte uns nochmal angeguckt und nochmal nachträglich einen Zeitplan erstellt, den ihr unten in der Videobeschreibung runterladen könnt. Und das könnt ihr einfach benutzen als Vorlage, wo ihr dann selber guckt, okay, wie viel Zeit brauche ich für das und das. Das müsst ihr natürlich anpassen dann auch noch. Ne? Natürlich ist das nicht 1:1 übertragbar auf euer Projekt, aber dann habt ihr schon mal so eine Grundstruktur mit ein paar Ideen, die euch vielleicht inspirieren, wie ihr eure Zeit wirklich einteilen könnt. Ja, in diesem Projekt haben wir auch eigentlich das alles verwendet. Wir haben Video drin, wir haben VR drin, wir haben Pläne drin und ein Modell drin. Das heißt, die meisten Sachen, die man in so einem Plan, Zeitplan haben kann, sind eben auch mit drin. Genau. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wir freuen uns über deinen Daumen nach oben und lass uns gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.